Ganz herzlich willkommen bei Kfz-Innung aktuell. Mein Name ist Nadine Wieser und neben mir steht Christian Reher. Er ist Geschäftsführer der Kfz-Innung Region Stuttgart. Das war jetzt eine super Veranstaltung, richtig gelungen. Wie war es denn für dich? Also ich denke, es war auch aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, eine gute, gelungene Veranstaltung in einem vernünftigen zeitlichen Rahmen. Aber die entsprechende Qualität, wie täglich durch die frischen Prüflinge, also die frischen Kfz-Mechatroniker und die frischen Automobilkaufleute entsprechend bewertet. Ich hoffe, das Feedback ist gut. Wir arbeiten ja auf Facebook, wir arbeiten auf Instagram, wir arbeiten über unsere Internetseiten und erwarte ich eigentlich ein positives Feedback. Steht Thorsten Treiber, er ist Obermeister der Kfz-Innung Region Stuttgart. Herr Treiber, Sie stehen ja jetzt nicht zum ersten Mal auf der Bühne. Nein, das ist jetzt schon ein wiederholtes Mal, dass wir diese Veranstaltung hier machen dürfen. Und das ist natürlich toll, freut uns in diesem Rahmen mit diesen historischen Fahrzeugen. Das macht einfach Laune und ist schön, also ein tolles Ambiente rundherum. Manuel Horror, du bist Einzelschüler. Welcher Ausbildungszweig hast du denn gewählt? Also ich habe die Ausbildung zum Automobilkaufmann gemacht. Ging im Prinzip in meinem Fall 2,5 Jahre lang. 2,5 Jahre? Normalerweise sind es doch 3,5. Was war los? Durch, sage ich mal, Vorausbildung, Abitur und bestimmte schulische Leistungen ging das dann kürzer. Und wie war die Ausbildung für dich? War gut, war abwechslungsreich. Viel Verantwortung, aber auch viel gelernt. Öfters mal ins kalte Wasser geworfen worden. Inwiefern, weißt du, was war in kalte Wasser? Ja, da musst du dann halt ein Auto verkaufen, ohne dass du weißt, wie das geht. Aber so lernt man es auch. Und im Endeffekt jetzt verantwortungsvollen Posten übernommen und macht Spaß, ja. Was heißt verantwortungsvoller Posten? Wo bist du jetzt? Also wir verkaufen BMW und Mini und ich bin quasi jetzt selbstständig für die Mini-Abteilung zuständig. Und ja, läuft gut. Pascal und Manuel stehen neben mir, sind zwar keine Zwillinge, aber ich habe gerade erfahren, ihr macht schon seit eurer Geburt irgendwie alles zusammen. Ist das richtig? Ja. Und die Ausbildung jetzt auch? Ja, aber in verschiedenen Betrieben. Und wie fühlt ihr euch jetzt? Jetzt habt ihr das Zeugnis endlich in der Hand, jetzt seid ihr endlich Gesellen. Wie geht's dir denn dabei? Ja, entspannt auf jeden Fall. Ja, erleichtert. Und dir? Ja, bin auch erleichtert, dass jetzt endlich alles vorbei ist. Wie war denn die Ausbildung? War eigentlich ganz gut. Hatte zwar Höhen und Tiefen, aber alles in allem gut. Wie war es bei dir? Ja, ich kann mich da nur anschließen. War echt locker eigentlich, man ist gut durchgekommen, hatte seinen Spaß. Würdest du also weiterempfehlen? Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen, ja. Oma und Opa von Manuel sind auch heute dabei. Seid ihr stolz auf euren Kleinen? Sehr stolz, weil ich von Anfang an seine ganze schulische Ausbildung von dem Kindergarten oder noch früher mitgemacht habe bis heute. Und war sehr froh und stolz, dass ich bei diesem schönen Event dabei sein konnte. Und auch der Beruf, ist das was für Manuel? Ist das richtig für ihn? Ja, wir hoffen, dass er in Zukunft auch aktiv bleibt. Voll aktiv im Handwerk. Manuel, du bist jetzt endlich Kfz-Mechatroniker. Wie fühlt sich das an? Ja, auf jeden Fall erleichtert, immens erleichtert. Aufgrund dessen, dass man einfach jetzt sein eigenes Geld verdient und ja, das ist auf jeden Fall schön. Wie war denn die Ausbildung für dich? Sehr vielseitig, weil ich habe in einer Firma gelernt, da werde ich jetzt auch übernommen, wo viel mit Oldtimer zu tun hat, aber auch viel mit neuen Auto. Ja, und fahre selber die Marke, bei der ich angestellt bin, für die schlägt mein Herz. Also warst du auch zufrieden mit der Ausbildung? Würdest du es weiterempfehlen? Ich würde es weiterempfehlen und ich bin immer noch dort und bin sehr zufrieden, ja. Die Eltern hier von Manuel, würdet ihr euch wünschen, dass er weitermacht? Ja. Das heißt, Studium oben drauf packen? Ist seine Sache.
Würdest du dann ein Studium oben drauf packen? Ich dürfte studieren, weil ich mit Abschluss der Ausbildung Fachhochschulreife habe, aber ich werde dem Handwerk immer treu bleiben und Studium ist nichts für mich. Das kann ich schon von vornherein her sagen. Das war's auch schon wieder von der Lossprechungsfeier hier in der Stuttgarter Messe. Die nächste findet im Juli in der Schwabengarage statt. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Bis dahin, machen Sie's gut.